Moin Moin ihr Landratten, was geht ab? Blackout ist am Start und willkommen zu einem neuen Video. Heute mal endlich wieder mit Annika. Annika war jetzt eine Woche in Leipzig unterwegs. Ja. Ich habe sie sehr vermisst. Und jetzt machen wir heute direkt wieder ein Reaction-Video. Ich werde auch demnächst endlich mal wieder fahren. Das mit dem Bein geht. Ich weiß gar nicht, ob ich das zeigen kann. Falls ihr sowas nicht sehen könnt, guckt 5 Sekunden weg. Wenn es demonetarisiert wird, dann ist das so. Aber ich wollte euch das kurz zeigen. Das Bein sieht eigentlich schon recht fresh aus. Bewegung ist wieder da. Es tut noch ein bisschen weh. Aber es geht. Das heißt, demnächst kann ich auch endlich wieder fahren. Das Umbauprojekt mit der EXC geht natürlich weiter. Duke kommt auch noch was. Die wurde jetzt ausgewechselt. Hier steht gerade die 701 von dir, David. Die muss ich auch noch fahren. Stimmt. Ja. Oh ja, stimmt. Das wäre doch mal ein Video. Ja. Eigentlich. Was ich machen könnte. Hm. Oder habt ihr darauf Bock? Schreibt es mir mal in die Kommentare. Wir müssen unbedingt mal wieder eine Runde drehen. Ja. Und bevor es losgeht mit dem Reaction-Video, habe ich noch mal was Kleines anzusprechen von Gammon. Wie ihr wisst, ist Gammon ja ein Sponsor von mir, unterstützt das ein oder andere Video. Vielen Dank nochmal dafür. Ich habe jetzt mal wieder ein paar Fragen gelesen, zum Beispiel, dass Leute gefragt haben, wie lange hält ein Parfüm? Und einfach nur als kurze Information, das finde ich nämlich sehr, sehr wichtig und ich habe gemerkt, das habe ich noch nie angesprochen. Mir ist natürlich sehr wichtig immer bei einem Parfüm, dass es lange riecht, ne? Ja. So, bei deinem natürlich auch, wenn man das an einem Morgen aufmacht, dass man das abends noch riecht, dass du danach riechst, dass ich danach rieche. Bei Gammon ist tatsächlich sehr viel Parfümöl drin, also der Parfümölanteil ist sehr hoch und deswegen hält das wirklich über den ganzen Tag, auch noch abends, was ich sehr nice finde. Wie gesagt, könnt ihr gerne mal Gammon auschecken, unten in der Beschreibung sind ein paar Links. Holt euch doch mal ein Tester-Set, probiert es aus. Ich habe schon ein paar Leute gesehen, die mich verlinkt haben auf Instagram, die es auch ganz gut fanden. Haben sie dazu geschrieben. Ich habe ein paar Nachrichten bekommen. Das finde ich immer sehr schön. Es ist halt wirklich ein Produkt, was ich empfehlen kann, was zu mir passt und was auch geil ist. Sonst würde ich das natürlich nicht bewerben. Aber genug dazu gesagt. Wir fangen an mit dem Reaction-Video und wir gönnen uns jetzt ein bisschen Grenzgänger-Stuff. Hast du Bock? Okay. Let's go. So, let's go, der Hase. Ich habe mir ein bisschen Grenzgänger-Stuff, wie gesagt, rausgesucht. Das neue Quirly-Video. Und es geht endlich mal wieder um Enduro. Und ich muss mal stoppen, sonst hört man mich nicht. Wenn ich das sehe, ich weiß jetzt schon, ich kriege richtig Bock auf Enduro. Sobald der Fuß wieder geht, ne? David, wo bist du da im Hintergrund? Ja. David, Enduro! Dann wird. Wir müssen Enduro fahren. Auf jeden Fall, unbedingt wieder. Wenn ich sowas sehe. Boah, voll geil. Gerade auch Winterzeit ist so Enduro-Zeit. Das heißt, wir haben ja jetzt noch ein paar Monate, wo echt. Junge. Was man alles findet. Also Winterzeit ist halt echt Endurozeit, wo man perfekt im Dreck rumspielen kann und man einem wird halt richtig warm beim Endurofahren, ne? Man kommt da richtig ins Schwitzen. So nice. Viele wissen ja von dir gar nicht, dass du früher super viel Offroad gefahren bist. So hast du ja eigentlich angefangen, ne? Ja. Mit Cross und so weiter. Ja, aber jetzt super viel jetzt auch nicht jetzt. Immer mal, also schon. Ach, keine Ahnung. Ja, spiel das ja, doch nicht so runter. Ich, du bist schon gut gefahren. Trotzdem Anfänger, würde ich sagen. Ja. Das erinnert mich an G-Klasse. Boah. Boah, das sieht so heftig aus. Wenn man da auf so einen Stein fällt. Ja, das ist mir das auch schon lieber. Einfach Vollgas den Hang hoch. Das Problem ist, dass ich halt da noch Probleme habe, wenn du einen Hang hochfährst, dass ich vom Gas gehe. Sobald du vom Gas gehst, hast du halt die Power verloren. Du darfst nicht vom Gas gehen, das sondern du musst mit Kupplung spielen. Ich mach's immer falsch. Das ist mir immer passiert, da habe ich es nicht hochgeschafft. Und dann habe ich die Karabau auch nicht mehr hochbekommen, weil die so schwer war. Da brauchte ich dann auch Hilfe. Deswegen ist es gut. Also ich würde auch niemals empfehlen, alleine Enduro fahren zu gehen. Weil es kann immer was passieren, du brauchst immer Hilfe. So. Oder du kannst immer gut Hilfe gebrauchen. Also oder wenn was passiert, dann liegst du da so hilflos. Ja. Irgendwo hier im Wald, das kriegt auch keiner mit, nur wenn da unten hier irgendwo so eine Firma ist, eine Industrie. Boah, da mit den Bäumen, da muss man auch aufpassen. Huch. Boah, noch so festgehalten. Boah, das ist so ermüdend. Immer wieder die Karre. Hat er sich verletzt? Oh.
Oh, und go. Oh, Gott. Sorry. Gesundheit. Oh. Düdi, Digga. Geiler Typ. Aber hier diese Jacken finde ich echt geil, muss ich sagen. Ja, ich finde die auch nice. Diese Windstopper, ne? Mhm. Ich trage ja solche Jacken selber auch echt gern. Hä, krank. Hände auf, ja. Ich finde es halt krass, es sieht halt wieder nicht so steil aus, ne? Es ist wahrscheinlich so krass steil. Oh, ich habe so Bock zu fahren, wenn ich das sehe. Ich bin so viel zu lange nicht gefahren. Ja. Auf so einem Gelände. Ja. Und nicht in der Stadt. Ja, Mann. Einfach Spaß zu haben, einfach durchzudrehen. Ja. Nicht so viel nachdenken. Oh, ein bisschen Zweitakt-Action wieder. Boah, das war knapp, aber gut gemacht. Mhm. Hä, du hast ja zwei Enduros, oder? Nee. Wieso zwei? Die Erzberg habe ich. Hattest du sonst nicht noch eine jetzt? Ja, die 350er und die 500er, aber die sind ja beide Supermoto. Ach so, das hätten wir zusammenfahren können, da hätte ich auch was gehabt. Können wir trotzdem mal. David leitet bestimmt seine Husky aus. Ja. Boah, geil, mit dem Licht. Wie rot, die ganzen Blätter und so. Das sieht so schön aus. Boah. Ah, die Jungs sind schon gut. Also gerade auch in den letzten Jahren, so Düdi und so. Der war schon echt immer gut, aber der hat sich nochmal so viel verbessert. Ich folge ihm ja auch auf Instagram. Weil die aber auch wahrscheinlich so oft fahren. Ja. Mann. Huch. Ich ärgere mich immer, dass ich so wenig fahre. Oh. Krass. Sieht so geschmeidig aus. Das war richtig gut. Richtig geschmeidig. Er ist gerade richtig hoch gesprungen. Guck dir das mal an, wie hoch der war. Junge. Mal eben 2 Meter hoch oder so. Boah. Bike im Weg. Das hättest du sein können. Boah! Voll gegen den Schuh. Boah. Oh. Ich dachte, es kommt nach hinten. Das sah kurz so aus. Boah, ist das Licht schön. Das ist echt. Was für ein geiles Video von ihm. Also ich finde, das ist eines der geilsten Enduro-Videos. Weil das Licht einfach so geil ist, dieses Winterlicht. Das ist so genau 4 Uhr oder so. 4, halb 5. Oh, der rutscht da runter. Wow, guck mal, das mit dem Eis und so. Ja. Boah. Echt schönes Video. Ich glaube, es ist aber noch gar nicht vorbei. Ah ja. Boah. Was wäre Quirly ohne ein bisschen Auto-Action? Vor allem mit... Immer der Musik. Wenn das so mit Klassik verbunden ist, kriege ich immer richtig Gänsehaut. Ohne Scheiß. Das finde ich halt so geil bei Quirly, dass er halt immer so seinen Lifestyle zeigt. Und sein Lifestyle ist halt auch Auto. Und er ist immer an so Seen und so weiter. Und fährt halt auch im Winter Snowboard und so. Geil mit einer 360-Grad-Kamera. Das können wir auch machen im Februar. Ja. Boah. Das sieht richtig schön aus. Wie Junge, schnell. Glaubst du eigentlich, er rast da durch? Der fährt 100 km/h oder so. Sieht das verrückt aus? Hä? An der Drohne dran hat er die 360-Grad-Kamera oder was? Boah, war das knapp. Hast du gesehen? Ja. Boah.
Snowboard ist schwerer, oder? Je nachdem, weiß ich nicht. Also ich finde Snowboard einfach komisch vom Gefühl, so mit dem Rücken zum Hang zu sein und so. Skifahren finde ich geiler. Boah, krass! Okay, sorry. Alter, er ist auch so ein richtiges Naturtalent, oder? Ja, aber er ist ja auf dem Snowboard, ne? Ja, ja, ich weiß, aber trotzdem, was der sonst alles so kann. Boah. Wie es da runter geht. Boah, hätte ich schon Schiss irgendwie. Da geht's richtig krass runter. Boah. Den sind schon ganz schön schnell da auf dem Eis. DRZ oder was? Mit Rolli, Präsidentenarmband. Schön am Coastern. Die Musik ist echt geil. Der Song ist richtig brutal. Ist das eine Beta oder was war das? Boah. Er hat auch immer echt heftige Locations, muss man sagen, ne? Das stimmt. So, war wieder ein richtig geiles Video, oder? Mir hat es voll Spaß gemacht. Geile Action, vor allem Enduro. Ich habe so Bock jetzt bekommen wieder auf Enduro. Ja. Ich muss unbedingt fahren, wir müssen fahren, wir alle irgendwie. Wann sollen wir mal fahren, David? Komm, lass mal Datum finden und dann machen. Demnächst. Jetzt. Ne? Ja, bei uns ist es halt schwer in Norddeutschland. Hier sind halt nicht so viele Strecken. Man muss halt echt erstmal zwei, drei Stunden fahren, um irgendwo fahren zu können. Falls ihr was kennt, schreibt es mal in die Kommentare. Warum Ende Februar? Da habe ich auch Zeit. Aber nächste Woche nicht, oder was? Nee. Wieso? Das sage ich jetzt nicht. Nichtsdestotrotz, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, wenn ein Däumchen, wie immer ein Träumchen. Und übermorgen sehen wir uns dann wieder in einem anderen Video. Bis dann, macht's gut. Peace. Peace und haut rein, ihr Landratten.